Manche von euch kennen vielleicht den Influencer Einzig Hugo. Dieser hat das BSW angegriffen und sich dabei vollkommen blamiert. Es geht um folgenden Artikel, der im Januar diesen Jahres in der Jüdischen Allgemeinen erschien. Der Text dieses Artikels stammt von Tobias Huch, doch dazu gleich mehr. Fabio De Masi kritisierte Tobias Huch mit folgenden Worten: Der Mann engagiert sich als Aktivist der liberalen Flüchtlingshilfe, scheint auch ein ganz neues Konzept der Flüchtlingshilfe, die Bevölkerung von Gaza unter Kollektivstrafe zu stellen. Einzig Hugo antwortete nun auf diesen Tweet von Fabio De Masi: Hier verbreitet Fabio De Masi vom BSW nachweislich Fake News. Diese Überschrift aus der Jüdischen Allgemeinen stammt nicht vom Autor des Artikels Tobias Huch. Der Artikel wurde ohne sein Wissen mit dieser Überschrift veröffentlicht, was bereits vor Monaten korrigiert wurde. Naja, wer hier Fake News verbreitet, dazu werden wir doch gleich kommen, aber schauen wir uns erstmal nochmal den Tweet von Fabio De Masi an. De Masi behauptet an keiner Stelle, dass Tobias Huch für diese Überschrift verantwortlich sei. Er kritisiert lediglich den Inhalt des Artikels mit den hier eingeblendeten Worten. Das Problem an dieser Stelle ist also nicht, dass Fabio De Masi irgendwie Fake News verbreiten würde, sondern das Problem ist einzig und allein Hugos mangelndes Textverständnis. Aber sehen wir mal darüber hinweg und schauen uns den Inhalt dieses Artikels, und zwar der ursprünglichen Version, an und schauen, ob De Masis Vorwurf irgendwie gerechtfertigt wäre. Dazu schauen wir uns den mittlerweile geänderten ersten Absatz, der von Tobias Huch verfasst wurde, an. In der öffentlichen Wahrnehmung wird tunlichst unterschieden zwischen Zivilisten in Gaza und der Terrororganisation Hamas. Letztere wird als der Urheber fanatischen Hasses, als Alleinschuldiger an den barbarischen Angriffen auf den Landräuber Israel präsentiert, während es sich bei den Menschen in Gaza um friedfertige Einwohner handele, die für die Verbrechen der Terroristen zu Unrecht büßen müssen und Israels Bomben ebenso ohnmächtig ausgeliefert seien wie der Willkür ihrer Hamas-Herrscher. Dabei handelt es sich um ein Schwarz-Weiß-Denken, wie es falscher kaum sein könnte. Huch schrieb diese Zeilen wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, als schon mehr als 20.000 Menschen im jüngsten Gazakrieg gestorben waren, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder. Dass es angesichts dessen ein Schwarz-Weiß-Denken, wie es falscher kaum sein könnte, sein soll, dass Zivilisten erstmal a priori unschuldig sind, das kann uns wahrscheinlich am besten Tobias Huch selbst erklären, doch dazu in den kommenden Videos mehr. Diesen Ausschnitt des Artikels, auf den sich De Masi hier bezieht, habe ich dann auch Hugo geschickt. Und jetzt schauen wir uns mal seine Antwort an. Ich zitiere: Der Inhalt des Textes ist vollkommen korrekt. Eine Mehrheit im Gazastreifen befürwortet und unterstützt die Hamas. Wo fange ich da an? Also, stellt euch vor, nach dem 7. Oktober hätte irgendein Journalist hierzulande einen Artikel zu Papier gebracht mit dem Titel: Die Zivilisten in Israel sind nicht unschuldig, mit den gleichen Argumenten, wie Tobias Huch sie hier gerade im Artikel bezüglich auf die Zivilisten in Gaza angewandt hat. Und dann fragt euch mal, was Hugo dann machen würde. Er würde wahrscheinlich nicht herlaufen und sagen: Hey, die Israelis haben doch Netanjahu gewählt, also sind sie an allem, was ihre Regierung tut, doch mit Schuld. Würde er, nehme ich mal an, nicht machen. Hugo, wenn du es anders siehst und auf dieses Video gerade reagieren solltest, kannst du es an der Stelle ja mal sagen. Würdest du, wenn das Gleiche auf der anderen Seite passiert wäre, würdest du dann genauso vorgehen, wie du es gerade machen würdest? Würdest du also jeden israelischen Zivilisten für alle Verbrechen, die die israelische Regierung begeht, mitverantwortlich machen? Ich nehme mal an, wahrscheinlich nicht. Du hättest jemanden, der so einen hypothetischen Artikel geschrieben hätte, wahrscheinlich schärfstens angegangen und Tobias Huch wäre wahrscheinlich, wie gesagt, kann man nicht wissen, so einen Artikel hat niemand verfasst, das wäre blanker Irrsinn, so eine menschenverachtende Scheiße zu Papier zu bringen. Auf jeden Fall, Tobias Huch hätte so jemanden als erstes wegen Volksverhetzung angezeigt. Gehe ich mal ganz stark von aus. In Bezug auf Palästinenser kann man so eine menschenverachtende Scheiße aber anscheinend ohne Probleme schreiben. Naja, so viel zum Inhalt des Artikels. Kommen wir nun zu der Überschrift. Denn auch hier gibt es Hinweise, die meiner Ansicht nach den Schluss legitim erscheinen lassen, dass Tobias Huch mit dieser Überschrift überhaupt kein Problem hatte. Der Artikel stammte, wir erinnern uns, vom 18. Januar 2024, also zumindest die fragliche Version, um die es hier gerade geht. Geändert wurde er wahrscheinlich am 22. Januar 2024, zumindest wenn man der Wayback Machine, die ich verwendet habe, glauben kann.
Die jüdische Allgemeine schrieb am 19. Januar auf Twitter: Die Zivilisten in Gaza sind nicht unschuldig. Wenn es so etwas wie kollektive Verantwortung für Verbrechen gibt, dann trifft dies im Falle des 7. Oktober zu. Eine Klarstellung von unserem Gastautor Tobias Hoch. Tobias Hoch scheint diesen Tweet gesehen zu haben und er hat sich nicht bei der jüdischen Allgemeinen über die Überschrift beschwert, sondern er schrieb am 20. Januar 2024: Und hier ist die Hölle los, lauter Hamas-Supporter. Kommen wir zum Fazit dieses Videos. Hugo wirft Fabio De Masi etwas vor, was man auf Basis von De Masis Tweet ihm nicht vorwerfen kann. Dann ignoriert er Widerlegungen dessen und sagt, ja, ja, alles, was Tobias Hoch in diesem Artikel geschrieben hat, stimmt schon so. Sprich, er macht sich hier mit Sachen gemein, mit denen man sich lieber nicht gemein machen sollte und hetzt so in übelster Form gegen das Bündnis Sahra Wagenknecht sowie seinen Europawahlspitzenkandidaten Fabio De Masi.